Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fee, heute mit einem Waldbach. In diesem Video geht es vor allen Dingen um Hell-Dunkel, also Lichtschatten, nämlich wie das Licht von vorne da in diese Waldgegend fällt, es dort in der Ferne sehr lichtdurchflutet ist und wie es bei uns, beim Betrachter des Bildes, der im Schatten steht, schon recht dunkel ist. Also um dieses Licht, Schatten, Helligkeit, Dunkelheit geht es in diesem Video hauptsächlich. Hier habt ihr nun die Materialangaben, auch die Farben und Pinsel sind aufgelistet und schon geht es los mit dem breiten Flachpinsel und dem Anfeuchten meines Aquarellpapiers. Ich feuchte sehr gut an, das ist wichtig, dass ich nachher eine gute Übergänge zwischen den Farben hinbekomme, dass das Verblenden leicht geht. Ich beginne von der Mitte gegen oben mit einem Zitronengelb und einem Kobalttürkis. Ich streiche auch nicht horizontal, sondern vertikal. Nun nehme ich den feinen Schriftenpinsel und ziehe mit dem Gelbgrün in der Ferne in die feuchte Unterlage Bäume ins Bild. Es sind mehr Stämme natürlich jetzt so in dieser Ferne. Ich nehme jetzt ein Kobalttürkis noch dazu und ziehe weiter Stämme ins Bild, ganz entfernte Baumstämme. Und nehme jetzt den Aquarell Naturschwamm und Tupf mit Kobalttürkis die Baumkronen. Ich kann bis in die Ecken tupfen, auch wenn ich das möchte. Gerade auf der linken Seite, da ist auf jeden Fall dichter Wald. Rechts schaue ich, dass ich ein bisschen hell bleibt. Da habe ich jetzt ein Gelbgrün dazu genommen, dass da das Licht nicht zu dunkel wird. Also da soll das Licht durchflutet sein. Und es ist alles noch nass im Nass, sodass es ein bisschen zerrinnt, zerfließt und diffus dort in der Ferne steht. Das soll genauso sein. Es ist also auch nichts ganz konkret, weder die Baumstämme noch die Blätter. Es ist einfach so ein bisschen im Diffusen gehalten, weil es sehr weit weg ist. Es ist mehr eine Grundierung noch. Nun nehme ich wieder den breiten Flachpinsel und mache die untere Hälfte meines Bildes noch einmal gut feucht. Und beginne jetzt mit dem Casaneo-Pinsel und dem Kobalttürkis den Fluss anzulegen. Und ihr seht, ich streiche jetzt horizontal und mache das Ganze nicht ganz dicht. Ich habe jetzt ein Lavender-Violett noch hineingenommen und von oben ein Gelb-Grün. Da muss es wirklich hell bleiben. Ihr habt gerade gesehen, dass ich teilweise wieder ein bisschen Farbe entferne. Es fließt sehr ineinander, deswegen muss ich aufpassen, dass ich nachher keine Matte habe, sondern wirklich, dass die hellen Stellen im Bach bleiben. Hier auf der rechten Seite jetzt mit Gelb-Grün grundiere ich einfach den Untergrund. Dasselbe mache ich auf der linken Seite auch mit dem Gelb-Grün. Einfach, dass es grundiert ist. Jetzt habe ich noch ein Umbra Natur dazu genommen auf der linken Seite. Und tupfe jetzt noch einmal. Es hat jetzt ein bisschen angezogen, es ist fast trocken jetzt die Ferne, also das, die Grundierung in der Ferne. Und da tupfe ich jetzt einfach noch einmal drüber, ein bisschen mehr Struktur mit Kobalttürkis. Der Bach hat jetzt schon ein bisschen angezogen, ist trocken und da gehe ich jetzt mit dem mittleren Detailpinsel drüber und einem Lavender. Und ich mache keine geschlossene Fläche, sondern natürlich mache ich einzelne Striche, einzelne Vertiefungen, Schattierungen sozusagen, dass der Bach bewegt wird. Dass man sieht, das ist ein Bach, da sind kleine Wellen und Unebenheiten. Der fließt da über vielleicht einen grobkörnigen Untergrund, also nicht Sand, sondern vielleicht
Kiesel oder so, keine großen Felsbrocken, also kein Bergbach, aber doch ein Waldbach. Ich nehme jetzt noch ein Kobalttürkis dazu. Und schau einfach, dass der Bach grundiert ist. Also ich werde da noch ein paar Schichten drüber geben natürlich. Und in die Ferne, nach oben hin also, soll er auslaufen. Da soll es heller werden. Da gebe ich nicht so viel Farbe drauf, sondern schau, dass es da durchlässig bleibt. Hier auf der linken Seite habe ich jetzt mit dem Effektpinsel schon Gras angelegt. Auf der rechten Seite mache ich dasselbe. Gras, was da so hinunter zum Fluss geht. Also so kleine Zungen, die da in den Fluss stehen mit Heliogrün und auch Schattengrün. Lege ich da schon mal eine erste Schicht an Gras. In diesem Bild brauchen wir ja im Vordergrund eine ziemlich intensive Dunkelheit und das entsteht sehr leicht dadurch, dass man einfach mehrere Schichten übereinander gibt. Das werden wir hier auch machen. Es ist jetzt ein Umbra Natur noch dazu gekommen, um einfach auch den Waldboden ein bisschen anzudeuten, dass das nicht nur grün ist, sondern eben auch erdig. Und jetzt beginne ich mit Bäumen. Hier auf der linken Seite soll ein großer Baum stehen. Den male ich hier jetzt gerade mit dem mittleren Schriftenpinsel in Umbra Natur und habe jetzt ein Sepia-Braun dazu gegeben. Dieser Baum hat zwei Wurzelstränge sozusagen, streckt er bis in den Bach hinein, vielleicht um genug Wasser zu bekommen. Oben lasse ich ihn jetzt auslaufen in eine Baumkrone. Bei den Bäumen muss man relativ schnell arbeiten, gerade bei den Ästen dann, dass man mit dem Aquarell-Naturschwamm ziemlich flott das Blattwerk grundiert, dass die Äste sich noch mit dem Blattwerk verbinden und nicht separat da wie so in der Luft schweben und da plötzlich aufhören. Das geht nur, solange die Blätter nass sind. Hier auf der linken Seite habe ich jetzt einfach Blattwerk ins Bild gezogen, getupft und unten ein paar, gerade nass in nass, Stämme und Buschwerk einfach hineingezogen. Das lasse ich da jetzt so trocknen. Das sollte einfach so für sich ein bisschen wirken. Das mache ich gar nicht viel konkreter. Den Untergrund seht ihr gerade, mache ich mit Schattengrün recht dunkel und bearbeite jetzt die nächste Fläche, die da so zum Fluss hin abfällt. Ich ziehe auch hier vorne noch ein bisschen Gelbgrün hinein. Es soll schon ein paar Sonnenstellen haben. Also lichtdurchflutete Stellen, wo durch das Blätterdach doch ein bisschen Licht hineinkommt. Jetzt mache ich mit einem Permanentgrün hier auf der rechten Seite schon ein Blattwerk. Ich tupfe da einfach Blätter mit dem Aquarell-Naturschwamm und ziehe mit dem feinen Schriftenpinsel Äste und Stämme hinein. Einfach gerade in das nasse Getupfte, dass es sich schön verbindet. Ich kann natürlich eben, wie ich das jetzt ja auch gerade mache, mit dem Aquarell-Naturschwamm noch einmal drüber gehen, eine weitere Schicht mit jetzt Schattengrün, also mit dunkleren Stellen. Und auch dort, wo der Baum bzw. Busch angewachsen ist, da muss ich immer oder sehr oft mehrfach drüber gehen, einfach dass der Boden, das Anwachsen echt ausschaut, dass das glaubwürdig ausschaut. Hier nehme ich jetzt mit dem Fanstippler ein Umbra Natur und gehe noch einmal drüber, eine weitere Schicht über den Untergrund. In der Ferne scheint mir, jetzt ist der Fluss fast, ja, ich wasche ihn ein bisschen aus, dass man sieht, dass er dort weitergeht, dass es da wirklich hell ist. Das ist mir fast zu dunkel geworden jetzt mit dem Umbra Natur. Es soll ja wirklich dort vorne soll es glänzen, also man soll sehen, dass da wirklich Licht in den Wald fällt und auf den Bach fällt. Das darf sehr hell sein. Hier braucht es noch ein paar Bäume und Büsche. Das mache ich einfach salopp, ziehe ein paar
Äste hinein und Stämme und tupft dann drüber mit dem Naturschwamm. Ihr könnt einfach verschiedene Grüntöne verwenden. Ihr könnt auch einfach die nehmen, die ihr habt. Das passt auf jeden Fall. Ein Permanentgrün, ein Heliogrün, ein Maigrün, ein Gelbgrün oder ein selbstgemischtes Grün aus Zitronengelb und einem Helioblau oder Preußischblau. Ja, das könnt ihr ein bisschen ausprobieren. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten für ganz viele schön verschiedene Grüntöne. Ihr könnt, wenn ihr kein Schattengrün besitzt, das Ganze auch einfach immer mit dem Penisgrau machen oder ihr müsst ein Schwarz nehmen, um ein gemischtes Grün abzudunkeln, dass ihr wirklich ein sehr dunkles Grün auch bekommt oder eine sehr schattige Farbe jetzt hier für den Vordergrund. Da geht ihr einfach immer wieder drüber. Man kann einzelne Stellen wieder auswaschen, wenn man das Gefühl hat, es passt noch nicht. Ja, da habt ihr sehr viele Möglichkeiten. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn euch mein Video gefällt. Ihr könnt mich damit kostenlos unterstützen und ich kann dadurch viele weitere Videos einstellen. Ich freue mich auch sehr über einen Daumen nach oben oder über einen Kommentar bzw. eine Frage. Also jeder Austausch ist mir sehr willkommen und ich schreibe euch ganz bestimmt zurück. Ich freue mich, dass ihr hier dabei gewesen seid und hoffe, dass ihr auch mein nächstes Video wieder anschauen werdet. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bei uns ist es strahlend blaues Wetter und der Frühling ist so richtig saftig noch. Noch ist es ein bisschen feucht und die Trockenheit hat uns noch nicht ganz eingeholt, obwohl es, wie vielleicht bei euch auch, viel zu wenig regnet. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss!